Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Freitag, dem 22. November 2024 um 10.53 Uhr. Ja, auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg ins Wochenende. Und ja, ich sag mal, wir liegen normal in der Zeit. Es hätte ein bisschen eher sein können, aber ja, ich habe ein bisschen gequatscht mit meinem, wie soll ich ihn bezeichnen, Lieblingswachmann, Lieblingspförtner, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich wieder einen Muffin geschenkt bekommen. Den hat er mir, man muss sich überlegen, ich war dabei, den aufgesattelten Auflieger, den ich mitnehmen wollte, also oder auch jetzt mitgenommen habe, den wollte ich gerade fertig machen, also Stützen hoch und so weiter und so fort. Da kam der echt über den ganzen Platz gelaufen und ich saß in dem Moment gerade im LKW und da kam der über den ganzen Platz gelaufen und ich ahnte schon, was kommt, weil ich sah schon das Eingepackte in seiner Hand. Da dachte ich erst, er wird mir nochmal einen Stapel Spekulatius bringen, so wie er ihn mir gestern gegeben hat. Aber nein, heute gab es wieder selbstgemachte Muffins. Diesmal Blaubeermuffins. Allerdings muss ich sagen, auch wieder von einer Kollegin von ihm selber gebacken. Und aber die letzte Woche, die waren, glaube ich, mit Mandarine oder Pfirsich und hellem Teig, die haben irgendwie besser geschmeckt. Also die Blaubeerdinger, die fand ich jetzt auch gut, aber die anderen waren sehr gut. Und jetzt habe ich schon zu meiner Frau gesagt, wir wollen mal schauen, wie viel Eier noch im, im Lager haben am Montag. Mein Kollege wird ja wohl am Wochenende kommen, wieder Eier holen. Und dann bringe ich einfach mal 10 Eier mit und dann können die ja selber entscheiden, was sie damit machen. Also diesmal 10 Rohe. So nach dem Motto, sie können diese Eier ja mal der Kollegin auch geben, die immer die leckeren Muffins backt. Ja, hab ich mir so überlegt. Man muss ja auch mal was zurückkommen lassen. Ne? So, ja. Allseits beliebtes Überholverbot wieder. Aber ich kann sowieso keine Eskapaden machen. Also, ich kann euch nur sagen, ich habe das gestern mal geklärt. Ich hatte ja gestern schon davon berichtet, dass da irgendwas ganz oberfaul ist. Ja, und dann war ich gestern in der Werkstatt, weil an dem Auflieger, der jetzt wieder in Gaggenau steht, da musste dringend ein Schuh oder Fuß von der Stütze gewechselt werden und die Kurbel war ja verbogen. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben in den 2 Tagen, wo ich nicht da war. Naja, und dann habe ich aber auch mal angesprochen, was ich hier festgestellt habe am Auto und der von der Werkstatt, der wusste schon Bescheid, worauf ich hinaus wollte. Die haben das echt wissentlich gemacht, ja. Muss ich das mal vorstellen. Ja, er hätte auch welche, also ich habe gesagt, ich habe ja Reifen drauf gehabt. Der eine war auf 3 mm runter, der andere auf 6 und ich hätte noch gewartet bis zur Markierung. Weil wenn man immer vorher hingeht, dann sagen die, ah, der geht noch und so. Und da habe ich echt keinen Bock drauf gehabt. Und dann bin ich also, und dann habe ich mich ja gestern gefreut über die neuen Reifen mit 14 mm Profil. Um dann, ja, gestern letztendlich in der Werkstatt bestätigt zu bekommen, dass sie den falschen Querschnitt haben, ne? Das sind die ganz niedrigen, die mit dem ganz niedrigen Querschnitt. Und ja, dadurch fährt das Auto, was soll ich sagen, für meinen Geschmack beschissen. Na, der,
Wir fahren hier 90, wie ihr eventuell sehen könnt, auch in dieser Einstellung. Und aber selbst so lahm, was macht er denn da jetzt? Hat ein Problem. Hat ein Problem oder hat er nur ein Powerproblem? Kerl, ist hier was los? Was ist denn hier los? Ey, jetzt muss der sich hier vor mich setzen. Und hier. Schwung verloren. Ärgerlich. Ja, wie gesagt, ich habe die Bestätigung bekommen, das ist hier jetzt total blöde, das Ding, also ich stelle 90 ein und auf dem Tacho erscheint doch die 90 und in Wirklichkeit fährt das Auto vielleicht 83, max 84. Das bringt so mehrere Probleme mit sich. Ein Problem ist, dass er auch dadurch mehr Kilometer auf die Uhr bekommt, als er in Wirklichkeit fährt. Aber mit diesem Problem können sie wohl in der Firma ganz gut leben, weil es sich nicht um Charterway-Autos handelt, sondern das sind ja eigene Autos. Beim Charterway-Auto wäre das natürlich von Nachteil, weil du für die mehr Kilometer ja auch Geld bezahlen musst. Naja, und hier ist es so, vielleicht gibt es dann ein bisschen weniger beim Verkauf. Aber ich habe das klipp und klar gestern zu meinem Chef gesagt, was ganz übel ist, das ist die Sache, dass das Auto immer 90 schreit. Ja? Und wenn ich jetzt angehalten werde von der Polizei und die meine Fahrerkarte kontrollieren, dann sehen die quasi durchgängig 90 gefahren. Und je nachdem, habe ich schon mal gesagt, das muss nicht bei jeder Kontrolle so sein, gibt es eine Lampe dafür. Und das, wo ich ja in Wirklichkeit nur 83 fahre. Also, wir müssen mal warten. Jetzt gerade. Warte mal. Und das ist einfach eine Katastrophe. Ja, und abgestellt werden soll das erst im Januar. Also mir wurde gesagt, es ist so, was jetzt passieren müsste, wäre eine Neujustierung vom Tacho. Dann ist alles wieder okay. Das Auto ist aber erst im März nächsten Jahres zur Tachoprüfung fällig. Aber mir wurde dann gestern oder ich wurde damit getröstet, ich drücke es mal so aus, ja, die ziehen wir dann auf Januar vor. So von wegen, im Dezember passiert ja sowieso nicht mehr viel, ja, weiß ich nicht. Ich meine, immerhin sind das noch 6 Wochen, ne, bis Januar. Das heißt also eher so 7, 8 Wochen, bis das hier gemacht wird. Und ja, ich finde das nicht so lustig. Ich bin da eigentlich so ein bisschen angezickt. Denn ich habe das ja schon öfter gesagt. Ich habe kein Problem damit, hier mit einem in Anführungsstrichen älteren Auto zu fahren. Ja, im Vergleich zu den Kollegen. Da gibt es ja schon einige neue von den roten. Naja, also MP5er, das ist ein MP4. Habe ich kein Problem. Ich habe auch kein Problem mit optischen Mängeln. Naja, da fehlt schon ewig auf der rechten Seite so ein Kunststoffteil. Darunter, der Unterbau ist eingerissen, was weiß ich, hier sind in der Rückwand ein paar Beulen. Unten am Einstieg hier auf der rechten Seite ist ein kleiner Riss irgendwie, auch nicht von mir, also diese Schäden sind alle nicht von mir. Aber es juckt mich nicht, weil es eben, wie gesagt, ein älteres Ding ist und so und naja. Aber es ist ähnlich wie bei meinen privaten Autos, die sind auch alt. Die sind, was weiß ich, 15 und 17 Jahre alt und haben auch mal hier und da ein Dellchen oder ein Kratzer.
was einen nicht juckt, aber technisch sind sie 100% in Ordnung. Und das ja, erwarte ich eigentlich auch von meinem Werkzeug hier, dem LKW. Deswegen, ich muss mal ein bisschen mal meinem Unmut da auch Luft machen, mal sagen. Denn ich habe jetzt noch mal ganz genau mich zurückerinnert. Anfang letzten Jahres, also Anfang 23, nachdem ich ein Jahr lang schon einen weißen gefahren bin, allerdings ein 450er mit 450 PS, ich glaube, Kennzeichen war 821 oder 822, das weiß ich nicht so genau. Wir haben beide Kennzeichen bei uns im Fuhrpark. Auf jeden Fall wurde ich ja, naja, aufgefordert, ich will nicht sagen vorgezogen, es wurde gesagt, es muss getauscht werden. Es gab Gründe dafür, das Auto, ich musste mit meinem Kollegen tauschen. Im Nachhinein gar nicht so schlecht, weil 30 PS mehr, das ist ein 480er, mein geliebter blauer Sternenhimmel, in dem anderen hatte ich mir ja selber was mit einem blauen, mit einer blauen LED-Lichtleiste geregelt. Ja, also da hatte ich mir so eine Leiste hingeklebt und dadurch mein blaues Licht. Nein, das war alles soweit okay. Es war okay. Es war okay, aber trotzdem war man nicht begeistert, weil man tauscht, man muss halt alles umrödeln, umräumen. Man richtet sich ja so über die Zeit im Auto ein. Auf jeden Fall wurde ich ein bisschen auch getröstet, ja, mit den Worten, ja, im Herbst gibt es ja ein neues Auto. Es war die Rede vom Herbst 23. Jetzt haben wir Herbst 24 bzw. bald Winter und es ist immer noch kein neues Auto in Sicht. Ne? Was mich jetzt nicht stört, ich würde diese sogar, wenn man mir sagen könnte, du kannst das entscheiden, dann würde ich sagen, komm, lass mich das Ding fahren bis nächstes Jahr, bis ich in Rente gehe und nicht mehr Vollzeit fahre. Eigentlich kein Problem, aber ich lege Wert darauf, dass alles in Ordnung ist. Und das hier, das ist einfach Mist, ne? Guckt euch das an. 89, nein, und 83 auf den Navis. Und der von der Werkstatt hat auch ganz klar gesagt, die Navis laufen bis auf 1 Kilometer genau. Ja, super. Ich fahre jetzt hier wie so ein Hegelmann. Und das ärgert mich ein bisschen. Ja, und es ist nicht mal so, dass sich das jetzt super positiv für den Verbrauch niederschlägt. Vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, weil das jetzt so bescheiden ist, habe ich natürlich auch meine Einstellung geändert. Ich fahre ja normal immer mit der Schwingung plus 5, minus 5. Ein Minus gibt es nicht mehr. Denn wenn der jetzt von 85... Also von eingestellten 90 auf 85 runterfallen würde, was ich ihm ja sonst erlaube, ja, dann fahre ich aber nur noch 78, 79 und damit kann ich nie leben. Nein, das ist richtig Mist. Da hat auch jemand im Kommentar gefragt, so in welchem Rhythmus wir denn immer neue Autos bekommen. Ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt. Also normal, ich bin eingestiegen in die Firma, da habe ich ein Auto bekommen, das hatte schon 600.000 weg, aber da war klar, dass was Neues kommen würde. Den bin ich dann so ein Jahr gefahren ungefähr. Das war ein gelber. Dann gab es einen neuen gelben, wirklich flatschneu, Charterway, alles supi. Den bin ich über 3 Jahre gefahren, der hatte hinterher schon über 700.000 weg und ich habe sogar zu meinem Chef gesagt, Mensch, kauf den doch, ich fahre den weiter. Aber Charterway wollte zu viel Geld dafür haben, für diesen Gebrauchten, also hat er ihn nicht gekauft. Und da Charterway überhaupt
Daimler nicht liefern konnte, das war ja alles so zur Corona-Zeit und so, hat mein Chef kurzerhand da so einen Schwung Weiße gekauft. Ich vermute mal aus einer Insolvenzmasse oder so. Alles so mit gerade mal 150.000, vielleicht 200.000 auf der Uhr, die Autos. Und ja, und so sind wir zu den Weißen gekommen. Und somit war dieser Rhythmus, alle 3 Jahre ein neues Auto, gebrochen. Und jetzt, haben wir primär Gekaufte. Die sind jetzt alle gekauft, die Roten auch. Man kann das ganz einfach immer daran festmachen, wenn wir Hersfelder Kennzeichen haben mit MA, dann sind das eigene Autos. Die Charterway-Autos haben ja immer Berlin, WY, CW, also denen sind ja schon die Buchstaben ausgegangen. Wie gesagt, entscheidend ist mit Berlin, dann irgendeine Buchstabenkombi halt und eine Zahl. Nee, und das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. So, was ist denn hier? Ist hier noch Überholverbot? Ja, ist noch. Naja. Ich muss sowieso gucken, viel reißen kann ich nicht. Da fehlt's. Berg runter, okay, da geht was. Aber auf der Ebene bin ich hoffnungslos verloren. Ach Mann. Ja, ich muss sagen, ich bin ja jetzt diese Woche nur 3 Tage gefahren, aber reicht mir, ne? Ich freue mich aufs Wochenende, als wenn ich 5 Tage gefahren wäre. Nee, das reicht mir. Müssen wir erstmal sehen. Vor allen Dingen müssen wir heute den Verband abmachen bei Ruby, weil damit die wieder einen Ticken glücklicher wird. Die ist nämlich mit dem Ding sehr, sehr unglücklich. Aber wir haben gesagt, heute gehen wir noch raus. Und da bleibt er zur Sicherheit dran. Und dann, wenn wir zu Hause angekommen sind, dann kommt er runter. Und vielleicht machen wir was über die Nacht als Schutz von der von dem Operationsschnitt, weil die Fäden ja auch noch nicht gezogen sind. Da kann man ja auch mit den Enden der Fäden mal irgendwie hängen bleiben oder so. Und auch so, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Denn der Hund braucht ja nur einmal, also jeder weiß das ja, wenn so Wunden heilen, dann jucken die schon mal. Und der Hund würde dann versuchen, sich mit der Hinterpfote am Hals zu kratzen. Und das wäre natürlich fatal. Weil wenn der das aufkratzt, auch noch mit der, in Anführungsstrichen, nicht sauberen Pfote, das wäre schon echt übel. Ach, siehst du, ich wollte sagen, der Sound war so ein bisschen anders, aber der steckt jetzt in der Abgasreinigung. Aber gut, das macht nichts. Macht das System mal ebenso nebenbei. Ich würde mich nicht wundern, wenn noch einer von denen noch rüberkommt. Wie so oft. Ne? Echt, das sind noch. Der schreibt jetzt, ihr habt es ja selber gesehen, 93, 94, ist gerade mal 89 gewesen. Ah, hier, ich wusste es doch wieder. Ich wusste es. Ja, da ist mir eben auch mal wieder der Abstandstempomat ausgefallen. Also da war ein Schneeschauer, ist aber nichts liegen geblieben. Unten so bei, wo war das? Ja, ein Stück vom Darmstädter Kreuz hier irgendwie, genau. War ein Schneeschauer.
der war dann weg, da war auch alles wieder so wie jetzt hier. Plötzlich sagt der, Abstandssensor verschmutzt. Da denke ich mir, wovon? Nein, aber okay. Aber nach einer Weile war er dann wieder am Start. Ärgerlich ist auch, wir haben nur ein halbvolles Auto, nur 10 Gestelle. Na, ich habe echt Power. Also in den Bergen kann ich was reißen. In den Bergen kann ich was reißen. Vor allen Dingen, das Lustige ist, der misst jetzt auch ganz falsch die vorderen Leute. Ne? Wer 90 vor mir fährt, da sehe ich plötzlich, dass er 96 fährt. Und das kann ja nicht sein, dass jetzt plötzlich haufenweise Kollegen 95 und 96 fahren. Nein, das kann nicht sein. Die hier, die Gartner, die fahren so, naja, manchmal nur 82. Und ich denke mal, das wird jetzt der Fall sein. Sonst käme ich ja gar nicht mit den 84 so flott vorbei. Ja, 84 schaffen wir jetzt gerade. Aber das ist auch dann Ende der Fahnenstange. Echt, das ist so. Ja, ich habe heute mal diese Kameraeinstellung gewählt. Hatte ich irgendwie Bock drauf. Einfach mal so, um mal einen anderen Blickwinkel zu geben, genau. Ich hoffe, dass der okay ist. Ich kann das gar nicht so überprüfen hier. Oh ja, ich glaube schon. Ja, zu Hause wartet reichlich Arbeit auf mich. Und gestern ging es meiner Frau ja schon wieder besser. Vorgestern war sie ja geplättet durch ihre Grippeimpfung. Und da hat es natürlich schon wieder vorgelegt. Und ich habe dann nur zu ihr gemeint, als sie nach Hause kam, ich würde mich dadurch unter Druck gesetzt fühlen. Naja, gut. Ganz so schlimm ist es nicht, aber sicherlich, da muss ich jetzt auch zusehen am Wochenende. Ja, guckt euch das an. Der schreibt hier 95, er fährt 89, max 90, ja. Es ist einfach zum Heulen. Ja, ach und heute Morgen auch, gestern auch schon. Es werden ja normalerweise immer die Daten von Heiligenstadt, von dem Versender der Ware, nach Gaggenau geschickt. DFÜ, Datenfernübertragung. Ab und zu kommt es mal vor, dass die Daten nicht vorliegen in Gaggenau. Das heißt, Heiligenstadt hat keine Datenfernübertragung gemacht. Die Gründe, es hat auch schon mal geheißen, wir haben kein Personal dafür gehabt. Aber die können ja auch noch andere Art sein, technisch irgendwas. Auf jeden Fall gestern keine Daten da, heute wieder keine Daten da. Weil mich juckt es nur ein bisschen, weil natürlich der oder diejenige in der Leitstelle mehr Arbeit hat und es länger dauert. Die müssen dann alles vom Lieferschein per Hand eingeben. Und da meint dann der eine, der da so ein bisschen mehr zu melden hat, ob das was bringen würde, wenn sie das auf die Papiere, die ich mitnehme, draufschreiben. Da sage ich, was soll das bringen? Ihr quittiert mir doch nur, dass ich euch Ware gebracht habe auf diesen Schein. Wo gehen die Scheine hin? Zu uns, zu unserer Firma in die Buchhaltung. Was haben wir mit der Datenfernübertragung von Heiligenstadt zu tun? Ich sag, ruf da an, beschwer dich dort. Nein, oder
muss jetzt nicht beschweren sein, rede mit denen dort. Aber es ist wirklich so, die Leute haben irgendwie was und wenden sich dann immer an den Fahrer oder regen sich auf gegenüber dem Fahrer. Auch so, gestern, ich habe jetzt jeden Tag volles Auto, nicht nur 24, sogar 25 Gestelle. Die Stellen hinten sogar noch eins quer. So, davon ist mein Staplerfahrer in Gaggenau überhaupt nicht begeistert, weil es immer ein bisschen fummelig, den letzten da rauszuholen. Und er hat auch keinen Platz. Er weiß nicht mehr, wo er diese Massen von Material hinstellen soll. Vor allen Dingen ist da jetzt eine Maschine im Moment wieder ausgefallen. Und hat er gestern mir so ein bisschen, sich so ein bisschen mir gegenüber beklagt. Nicht direkt, sondern er hat eben sein Leid geklagt. Aber ich habe zu ihm gesagt, weißt du, da musst du mal nicht nur reden, da musst du handeln und dann musst du mal deinem Vorgesetzten, der das alles hier so organisiert, wie es dir gar nicht gefällt, ja, musst du mal mit dem reden oder eine Etage höher oder was weiß ich, weil irgendwie ist da keine vernünftige Absprache. Ich meine, wir sind doch nur der Spediteur. Natürlich, unsere Firma, ist ja logisch, die freut sich, wenn wir eine Extratour bekommen. Die wird auch extra gut bezahlt, also was wollen wir dagegen haben? Dass das jetzt ihm, dem Staplerfahrer, der da Platzprobleme hat, gar nicht in den Kram passt, ja okay, aber haben wir nichts mit zu tun, ne? Mit der dortigen Organisation. Wenn ihm das nicht gefällt, muss er sich mit seinen Leuten, die das organisieren, die das bestellen, auseinandersetzen. Aber wie gesagt, der Gärtner ist immer der Mörder und der Fahrer ist immer schuld. Ist immer der Fahrer. Dann stellen die mir manchmal Fragen, irgendwas so. Fragen, die nur Heiligenstadt beantworten kann. Da halte ich nur die Hände hoch und sage, hör mal Leute, habe ich Löcher in den Händen? Bin ich Jesus? Was habe ich damit zu tun? Ich sage, ich übernehme nachts den fertig geladenen Auflieger. Das heißt, den fertig geladenen Zug. Der ist in der Regel auch immer schon zusammen, alles kompletti. Ich komme an, mache meine Abfahrtskontrolle, gucke einmal in die Papiere rein, um zu sehen, mit welchem Gewicht ich jetzt so fahre, damit ich schon mal weiß, wie so das Fahrverhalten ist. Und dann war es das. Guck, dass die Türen zu sind, mach die eigentlich nicht auf, weil die immer so schlecht auf und zu gehen. Ja, fahr mir ruhig die Ecke ab, Junge. Dann kommst du ein paar Stunden später nach München, du Pfosten. Wieder, ey, kein Blinker, ne? Nach rechts ohne Blinker, nach links ohne Blinker. Ein Blinkmuffel. Ja, und so langsam wie der Rote jetzt fährt, hätte er auch nach rechts gehen können, um den anderen vorbeizulassen. Abstand ist ja wohl groß genug. Oh, er hat gelbe Tagfahrleuchten. Ja, immer wieder was Neues. Ich meine, ich bin ja nicht böse wegen der neuen Reifen. Mit den alten hättest du bei Schnee keinen Hering mal vom Teller gezogen. Da sind diese natürlich jetzt top. Aber es ist einfach ärgerlich. Vor allen Dingen ist es so, der hat gesagt, okay, ich mache dir diese mit 7 mm drauf, die habe ich da stehen, weil neue kommen wohl erst nächste Woche.
Ja, ich wäre aber auch noch eine Woche mit den Reifen gefahren. Wo ist das Problem? Na? Und hätte eben, um dann die richtigen zu bekommen. Jetzt glaubt man nicht, dass die nächste Woche noch mal was wechseln werden. Nö. Die soll ich jetzt schön verbrauchen, weil wir die nämlich auf den anderen Autos wahrscheinlich überhaupt nicht gebrauchen können. Oder die wollen das da nicht machen. Ja, 90. Ich sag mal, ja bitte. Was sind das für Anrufe? Was sind das für Anrufe? 05, irgendwie Bielefelder Nummer. Das ist, ja, da, ach, das muss ich auch erzählen. Da habe ich mir doch von meiner Frau auf meinem Smartphone. Also ich muss dazu sagen, ich habe auf einem älteren Smartphone habe ich schon mal WhatsApp gehabt, aber irgendwie brauche ich das nicht, habe da eigentlich auch gar keinen Bock drauf. Und ja, und nachdem ich so irgendwie mitbekommen habe, das ist alles nicht so richtig sicher, habe ich dann wieder weggemacht. Und wie gesagt, überhaupt kein Verlust und einwandfrei. Und jetzt habe ich mir aber vor ein paar Tagen wieder WhatsApp drauf machen lassen von meiner Frau, weil, ja, es ging darum, ein Bekannter wollte ein Foto haben und ja, aber fotografieren ließ sich das nur mit meinem Smartphone, nicht mit dem Smartphone meiner Frau, und deswegen war jetzt das Bild bei mir im Smartphone. Und da es so ein Hickhack war, das jetzt zu ihr zu schicken, war man eben der Meinung, okay, dann machen wir bei dir mal WhatsApp drauf, dann kannst du das selber verschicken. Ja, toll. Ich habe jetzt WhatsApp drauf und kriege jetzt auf einmal, ja, vor allen Dingen nicht nur, weil, ja, ich muss dazu sagen, auf dem Smartphone hier bekomme ich keine SMS, sondern SMS bekomme ich nur auf meinem kleinen Uralt-Handy da, was ich immer auch noch zusätzlich habe, was aber unter der gleichen Nummer läuft. So, da kriege ich heute Morgen, na, muss man sich ja vorstellen, so, ich komme runter, ich hatte das am Ladegerät, nehme das so in der Hand, sehe SMS. Nun muss ich da mal drauf gucken, weil es kann ja auch schon mal sein, dass mir per SMS mitgeteilt wird, das Auto ist kaputt gegangen auf der Fahrt nach Heiligenstadt. Oder es ist irgendwas passiert. Ich muss ein anderes Auto nehmen, einen anderen Auflieger. Also mein Chef weiß, dass ich kein WhatsApp habe. Das heißt, jetzt habe ich zwar WhatsApp, aber das weiß er nicht. Und ich glaube, ich schmeiße es auch wieder runter. Auf jeden Fall, wenn er was mir mitteilen möchte, schickt er mir eine SMS, weil er weiß, dass ich so ab 18 Uhr ist bei mir Bettzeit. Und dann nehme ich keine Anrufe. Ich meine, ich habe zwar das Smartphone, weil das ist auch gleichzeitig mein Wecker, neben dem Bett liegen, aber ich möchte eigentlich nicht angerufen werden. Und das wird auch respektiert. Man braucht ja schließlich seine 6 Stunden Schlaf oder was, um den Job hier anständig zu machen. Ja, dann kriege ich eine SMS, irgendwie, hallo Papa. Da musste ich schon lachen, ne? Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer oder irgend so ein Kappes, schick mir mal eine SMS oder irgend so ein Quatsch. Da denke ich, hä? Ich meine, es gibt ja Kinder. Aber die sagen nicht Papa zu mir, ja, weil ich ja nicht der leibliche Vater bin. Und
Oh, jetzt muss ich raus. Das muss ich jetzt ausnutzen. Deswegen war schon klar, das kann nur Mist sein, ja? Ich meine, die versuchen es einfach. Ich möchte nicht wissen, wie viele da ja drauf reinfallen, auf gut Deutsch gesagt. Da waren, ach so, da und gestern waren auch schon so SMS, so von wegen irgendwie meine TAN wäre abgelaufen, irgendwie müsste ich da und dahin gehen und irgendein Blödsinn. Da denke ich, hey, hä? TAN abgelaufen. Ich mache überhaupt nichts. Also ich meine, meine Frau, die macht schon was. Aber die macht eigentlich immer nur was mit ihrem Konto, mit TAN, also Überweisungen und so. Wir machen schon Online-Banking, aber nur mit ihrem Konto. Und wenn jetzt, sagen wir mal, zu wenig Geld bei ihr drauf ist, ja, dann macht sie einfach eine Überweisung von meinem Konto rüber auf ihres und regelt dann alles wieder mit ihrem Konto. Deswegen, das könnte alles gar nicht sein. Aber da sieht man doch mal, wie beschissen das ist mit dem WhatsApp, ne? Aus Essen, der Kollege hier mit seinem abgesagten, aus Essen. Etwas gesagt, alte Heimat, naja, zumindest Ruhrpott und Nachbarstadt von Bochum, ne? Da gibt's ja nichts. Ach, guckt ihn euch an, ey. Warum beschleunigt er nicht? Warum beschleunigst du denn nicht, ey? Mann, 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 ey. Heute Morgen habe ich auch schon so einen Vogel gehabt, ey. Boah, dem hab ich aber Lichthupe gegeben, du. Ja, auch wieder so richtig so drauf gekrochen. Und ich komm von hinten angerammelt mit meinen 83, ne? Nee, unmöglich. Ja, heute ist aber mit dem Überholverbot durchgängig. Also Sprit spart das nicht, dass ich jetzt so gedrosselt bin. Ja gut, ich habe keine viel weniger Rollphasen, ne? Weil ich meine, wenn ich jetzt 90 fahre, dann darf er auch mal ruhig auf 85 runterfallen, ne? So eben schwingen zwischen 85 und 94 hat er dann die Möglichkeit zu segeln. Ja, aber wenn 90, 83 sind, dann lasse ich ihn nicht runterschwingen auf 78 oder so oder auf 77. Nee, nee. Nee, das machen wir nicht. Der ist jetzt so eingestellt, sobald er unter 90 fällt, also laut Tacho, greift er wieder. Jetzt kommen wir ja auch hier oben wieder, wenn wir den Berg hier raufkommen, kommt ja rechts wieder der Parkplatz mit den beiden Schrott-LKWs. Und naja, ich hatte ja da dieses Update-Video gemacht. War sogar schon mit Abstand 3 Monate. Ich hatte ja was von 2 Monaten erzählt. Nee, das war sogar noch länger. Und holla. Und ja, am Anfang, dat,
Ja, hätte ich jetzt gesagt, plätschert es so normal dahin wie ein normales Video. Na, so die ersten Tage. Und jetzt kommt es aber plötzlich wieder deutlich stärker. Und ich habe ja so Analyse-Tools. Also man kann als YouTuber so verschiedene Analysen sich ansehen, wie viele Abonnenten hat das Video gebracht, wie viele Klicks hat es und so weiter und so fort. Kann man also machen. Und ja, Grabowski, ich bin nicht so schnell. Und, hast du es denn registriert? Oh, ich weiß nicht, ey. 50% ey, kriegen gar nicht mit, dass man ihnen, dass man sie reinlässt, dass man ihnen Platz macht. Da kommt kein Arm, keine Geste, nix, ey. Ah, jetzt müsste ich ihn aber am Berg hier. Ja, und jetzt, ja, wollte ich sagen, und da gibt es so die Analyse, die stärksten 10 Videos in den letzten 48 Stunden oder so. Und da sind jetzt beide Videos, die also sich auf diese Schrott-LKWs beziehen, also an Position 1 und 2. Das heißt, das neuere, also das aktuellere, ist auf Platz 1 und das alte auf Platz 2. Das ist auch so ein Dauerbrenner. Ich meine, ich bin ehrlich, einmal wollte ich so ein Update gerne mal machen, einfach mal schauen, was hat's. Ach so, ja, vor allen Dingen ein bisschen auch animiert, dadurch, dass irgendjemand anderer im Vorbeifahren da diese beiden LKWs gefilmt hat und ich da sehen konnte, dass da zwei Räder fehlen. Und deswegen wollte ich nämlich mal dahin und schauen, ja, fehlen jetzt nur die beiden Räder, fehlen mehr Räder oder was? Weil, das hatte ich ja schon in dem ersten Video gesagt, die Reifen, die waren noch ganz passabel. Also, die würde kein Spediteur wegwerfen. Na? Und das hat mich so ein bisschen animiert, da das zweite Video zu machen. Aber parallel dazu hat es mich auch interessiert, wenn ich das jetzt auch wieder kurz gestalte, wenn ich ihm wieder einen sehr ähnlichen Titel gebe, ja, was wird dann passieren? Ich mache ja selten reißerischer Titel, aber hier mit dem Wort Sauerei am Anfang, das scheint irgendwie zu ziehen, keine Ahnung. Ja, hier 94 und er schreibt 89, nicht er schreibt, er hat auf dem Navi 89. Das muss man einmal. Ja, warte, nee, sag doch nicht Geschwindigkeit zu hoch, ist doch alles, ich hab doch schon abreguliert. Du musst doch nicht Meldung machen, wenn ich schon längst wieder unter der 90 bin. Ja, Arzfeld Ost fahren wir wieder raus, wie gewohnt. Bisschen Landstraße, ist auch mal ganz gut. Machen muss ich nichts, einfach nur abstellen. Sprit ist noch genug drin. Papiere oben abgeben und dann ab dafür.
Ja. Ja, wir haben ja jetzt hier 609.000 weg, also 100.000 würden noch gehen. Und naja, was machen wir? Lass mich überlegen. 300, 800 am Tag mal 5, 4.000 die Woche, so 12.000 im Monat. Naja, so 8 Monate, ne, 80, ja. 8 Monate wird das also locker noch gehen vom Kilometerstand her. Ich habe ja auch letztens gesagt, ich vermute auch, dass mein Kollege, mein polnischer Kollege, wohl eher, der hat nämlich schon über 700.000 weg. Ist zwar ein Auto, was schon Kameras hat, aber haben wir schon lange. Fährt schon sehr lange. Ist auch noch ein Gelber, weil der immer noch eine Posttour gefahren ist, aber nur einmal die Woche. Und dann wird der wohl ausgetauscht. Ach, da hatte ich, ich weiß gar nicht, ja, ich habe das glaube ich erzählt, dass ich mir sowas holen will, aber dann gar nicht mehr davon so quasi berichtet, dass ich sie dann bekomme. Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt. Ja, ein bisschen Probleme so mit Händen, die schlagartig kalt werden, die Finger kalkweiß und so. Auf jeden Fall habe ich ja letztes Jahr schon davon gesprochen, mir mal beheizte Handschuhe zuzulegen. Und ja, dieses Jahr wollte man endlich mal Nägel mit Köpfen machen. Und da habe ich mir beheizte Handschuhe kommen lassen. Und ja, das erste ist schon mal, da ist irgendwas schief gegangen mit der Größe. Ich fand die jetzt wahnsinnig groß. Also, dass du da, ja, das ist immer so ein Stück Finger überstanden, naja, das hat mir schon mal nicht gefallen. Und dann habe ich die ja, getragen. Um mal so die Wärme und die Akkus auszuprobieren und musste feststellen, naja, dass der Daumen nicht so gut beheizt wurde und überhaupt, also auf der, selbst auf der stärksten Stufe, also wurde einem das nicht so heiß, na? Auf gar keinen Fall. Also ach so, und dann noch was, da ja durch die Akkus die Handschuhe relativ ja, schwer sind. Und die jetzt auch noch eigentlich eine Nummer zu groß, rutschten die auch immer noch runter. Und das ist so die Sache, man muss manchmal wirklich, und das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch eine super Sache bei dem Versender mit dem A, ne? Dass man ja sowas kommen lassen kann, man kann sich das in Ruhe ansehen und so, und wenn das jetzt gar nichts ist, kann man das wieder zurückgeben. Leider wird das natürlich von einigen Leuten wahnsinnig ausgenutzt, ne? Bestellen sich 10 Teile und lassen 8 zurückgehen und so, und also da gibt es schon, naja, Leute, die sogar so negativ aufgefallen sind, dass die Firma ihnen das jetzt verwehrt mit der Rückgabe, ne? Beziehungsweise ja, müssen die dann für die Rücksendung bezahlen oder so. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, dazu kommt dann noch Betrüger, ne? Also so, du bestellst dir ein billiges, ein teures T-Shirt und ja, dann packst du das Billige in die Verpackung von dem Teuren und schickst das zurück. Und es scheint wohl so zu sein, dass teilweise
das gar nicht so geöffnet und geprüft wird. Die scheinen damit durchzukommen. Aber das sind Dinge, mit denen haben wir nichts am Hut. Im Gegenteil, ich habe das ja schon mal erzählt, dass meine Frau schon mal, ja, in einem Fall gesagt hat, wo ich gesagt habe, Mensch, das Teil gefällt mir jetzt doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich will das zurückgeben. Da sagst du, nee, nee, komm, ich nehme das. Also, aber ich habe das inzwischen, habe ich das geschafft, bei ihr so ein bisschen diese Hemmung, Dinge, die für einen nicht akzeptabel sind, zurückzusenden. Sie hatte wirklich Hemmungen gehabt. Aber das habe ich ihr schon so ein bisschen abgewöhnt. Denn ich habe gesagt, hör mal, die Handschuhe, das ist nichts. Weil ich eben gemerkt habe, die sind so schwer. So, und was jetzt fehlte war, die haben ein bisschen Gummizug hier gehabt am Handgelenk. Ja, das hat aber nicht gereicht. So, jetzt haben wir nochmal neue bestellt. Allerdings auch 25 Euro teurer. Dafür kein Stoff, Ziegenleder. Das heißt, ich könnte die eventuell auch beim Motorradfahren noch verwenden. Dann die Temperaturangaben für die Heizstufen. Locker mal 10 Grad mehr bei jeder Stufe. Also bei den vorherigen war so in der höchsten Stufe 50 bis 55 Grad. Die ich mir jetzt bestellt habe, gehen von 60 bis 65 Grad in der höchsten Stufe. Dazu kommt, dass die geschrieben haben, dass speziell die Fingerspitzen auch noch mal geheizt werden und so. Und die haben einen breiten, ja, am Handgelenk einen breiten Gurt, den man also zuziehen kann, damit die Handschuhe besser an der Hand halten. Und das haben wir nämlich gestern da mal so abgeregelt. Neben noch ein paar anderen Bestellungen. Ich meine, jetzt geht das ja alles noch, ne? So im Ende November. Wir wollen einfach am Anfang Dezember alles erledigt haben. Nichts mehr bestellen, wenn da Unmengen von Paketen unterwegs sind. Dann wollen wir eigentlich alles abgeregelt haben. Wie gesagt, die Präsente für die Enkelkinder sind ja schon länger bestellt und auch schon angekommen und in trockenen Tüchern. Vor allen Dingen, meine Frau macht es dann immer so, die Enkelkinder äußern, also speziell jetzt das Enkelkind in Süddeutschland, äußert seine Wünsche. Meine Frau sucht das aus. Entscheidet das, bezahlt das und lässt das aber dann direkt dorthin schicken, weil was wird es von Sinn machen, wenn es erstmal zu uns kommt? Ne? Und das finde ich schon ganz gut. So ist das ganz entspannt. Kommt einer mit seinem Volvo. Naja, gut. Mit 84 wird er wohl an mir vorbeikommen. Also ich sag mal so, ich 84, ich würde bei ihm so auf 90 tippen, ja. Wenn ich runterfährt, auch bestimmt mal über 90. So, aber jetzt, wenn man jetzt guckt, jetzt nach meiner Messung fährt der jetzt 96. Ja, aber das ist Kappes. Der fährt, es gibt hin und wieder mal einen manipulierten. Und jetzt weiß ich auch, wie sie es eventuell machen. Jetzt weiß ich, wie sie es eventuell machen. Du musst bei der Tachoprüfung Reifen haben, die müssen noch 60% Profil aufweisen. Also hingehen und mit dem Reifen, der nur noch 3 mm Profil hat, dahin fahren, Tachoprüfung machen lassen, schön auf 90 abreguliert und sich dann neue Reifen mit 14 mm Profil drauf machen und dadurch über 90 fahren, obwohl er nur 90 schreibt, das läuft nicht, das gibt's nicht. Aber was ist, wenn die hingehen mit einem
70%, also mit einem 30% abgefahrenen Niederquerschnittreifen, lassen sich die Tachoprüfung machen und kloppen sich hinterher Reifen drauf mit einem höheren Querschnitt. So einfach geht das. Ohne Manipulation am Tacho, vor allen Dingen, das Wichtige ist ja, er schreibt weniger als er fährt. Aber das sind, wie gesagt, so einzelne Autos. Ich meine, dass die Spanier schon mal 92 fahren, ist ganz normal. In Spanien ist ja 90 erlaubt. Also denke ich mal, sind die Autos auf vielleicht 95 abreguliert, ja, weil sie eben offiziell in Spanien 90 fahren dürfen. Und so wie ich letztes im Video vom Elektrotrucker mitbekommen habe, auf der Landstraße sogar 80. Wenn ich dann sowas höre oder lese oder so, dann denke ich auch immer, was ist los? Ich denke, wir sind eine europäische Gemeinschaft, wo eigentlich die Regelungen doch recht gleich sein sollen. Und dann aber sowas. Genauso im Moment kann ein polnischer oder litauischer Fahrer hier in Deutschland die Fahrerlaubnis entzogen werden. Ja und? Dann geht er zurück in sein Land, Litauen oder Polen, und lässt sich da einen neuen Führerschein ausstellen und kann dort ohne Probleme fahren. Hier kann er nicht fahren, weil wenn er in eine Kontrolle käme und die würden seinen Namen eingeben, käme ja heraus, dass ihm hier in Deutschland die Fahrerlaubnis entzogen worden ist. Aber in seinem Land, also ich sag mal so, wenn hier einer volltrunken fährt und kriegt hier die Fahrerlaubnis entzogen, ja und? Dann ist da nichts mit ein Jahr Sperre. Der geht in sein Heimatland und kann da LKW fahren oder PKW fahren ohne jegliche Probleme. Es soll abgeschafft werden. Aber es ist noch nicht abgeschafft. Ich weiß nicht, ob es umgekehrt auch funktionieren würde. Ich würde jetzt aber mal, man würde jetzt angetrunken in Polen fahren und die würden einem dort die Fahrerlaubnis wegnehmen. Ob man dann hier in Deutschland noch fahren kann, weiß ich nicht. Aber normal wäre doch ein Datenabgleich. EU-weit. Ich meine, wenn dann jemand also den Führerschein in der EU entzogen bekommt, da kann er immer noch fahren. Was weiß ich, in Afrika oder sonst wo. Das heißt, da ist ja die Frage, ob man in Afrika überhaupt einen Führerschein braucht. Ja, das schon. Aber ich glaube, ein bisschen anders als hier in Deutschland. Das ist auch eine krasse Farbe. Und Elektro. Oh, sorry. Oh. Boah, letzte Nacht habe ich wieder irgendwie schlecht geschlafen. Warum, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, zweimal wach. Da habe ich noch einen Hustenanfall gekriegt. Meine Frau meinte, das liegt an der trockenen Luft. Ist klar, überall Heizungsluft. Ne? Hier Heizungsluft, zu Hause Heizungsluft. Auch ziemlich trocken, obwohl wir zu Hause schon gegensteuern durch so ein Edelstahlbecken mit Regenwasser auf dem Ofen. Regenwasser. Weil dann hast du keine Kalkrückstände. Nein.
bei dem Wasser aus der Leitung katastrophale Rückstände in dem Edelstahlbecken. Aber wenn man Regenwasser nimmt, sauber. So. Na, 12,16 sagt er jetzt. Wird wohl 12,20, 12,21 raus werden. So, schon mal das Anfahren am Berg vorbereiten. Ne? Weil wenn man solche Dinge hat, sollte man sie auch nutzen. Ich meine, ich kann auch ohne dem am Berg anfahren, eben im Zusammenspiel mit der Feststellbremse, aber warum? Muss ja nicht sein. Supi. Haben wir wieder gemacht. Und hier kann man dann immer jede Woche sehen. Ach du Scheiße. Wir haben die totalen Hügel aufgeschüttet oder was? Damit blickt man gar nicht durch. Also ich sag mal so, die Arbeiten, ja gut, Kanalrohre verlegen, ja. Und irgendwelche Erdhügel aufschütten. Fetter Zaun ums Gelände drumherum. Naja, das ist bestimmt so eine Baustelle, die wird mal schön eine Weile dauern. Ja, vorne ist doch so ein Plakat, wo man im Grunde nachlesen kann, was sie da jetzt so vorhaben. Goldbeck. Die Firma hat ja auch so ein fettes Gebäude an der A5, fahre ich jede Nacht dran vorbei. Goldbeck. Und weil es mich interessiert hat, weil es war der Name fett, das Gebäude auch fett, aber es war nicht erkennbar, was sie machen, bin ich irgendwann, weil es mich irgendwie neugierig gemacht hat, habe ich dann mal ins Internet reingeschaut und musste feststellen, dass es sich um eine Baufirma handelt. Aber es muss schon eine ziemlich große Baufirma sein, wenn ich so überlege, was das für ein fettes Gebäude ist. Na, jetzt auch ein Problem. Wenn ich jetzt 70 einstelle, fahre das mit 70 durch, würde angehalten, gibt es Theater. Dabei sind jetzt die 70, wie gesagt, 64. Ich bin hier nur noch am Rechnen. Ne? Also beim Navi muss ich immer den Verzug, der mir das untere Navi zeigt, auf die Ankunftszeit beim oberen Navi draufrechnen. Mit der Geschwindigkeit muss ich jetzt auch immer rechnen. So, jetzt muss ich auch mal gucken. Wenn ich nämlich jetzt 45 fahre, dann ist das keine 40 mehr. Naja, komm hier.
So ist gut. 48 ist dann 44, 45. Passt. Oh, ein bisschen Schnee hier, ne? Aber nur ein bisschen. Ja, wir haben plus 1 Grad. Da bleibt es natürlich nicht liegen, aber ist auch gut so. Ja, es passt. Wenn wir uns in der Kurve begegnen, muss einer stoppen. Heute Morgen war es nicht so glatt wie gestern. Da war ich schon mal ganz froh. Ja, und irgendwie heißt es ja Sonntag 14 Grad. Nein, also ist doch bekloppt irgendwo, oder? 14 Grad. Wir haben jetzt immer hier 1 Grad. Teilweise mehr. Und dann, also da. Da ist ja kein Wunder, dass der Körper da irgendwie anfängt zu spinnen. Fährt er jetzt hier im 12. Gang mit gerade mal 900 Umdrehungen. Ah, jetzt hat er geschaltet. Ja, und jetzt, ich habe 68 eingestellt. Na, nee, er hält sich auch dran. Also er bringt hier so auch immer mal wieder, dass er über dem, was ich eingestellt habe, drüber zieht. Weil es halt die idealere Geschwindigkeit für die Steigung ist. Ja, so ein bisschen gepudert. Ja, genau. Ein bisschen gepudert. Ah. Aber heute, was heute gut ist, ich habe jetzt die letzten zwei Tage mich immer dopen müssen, ne? Also mit Energy Drink. Eine Stunde immer bevor ich zu Hause ankam, weil ich so kaputt war. Also, was heißt kaputt? Ich habe einfach gemerkt, ne, das läuft nicht mehr sauber. Und dann, ja, muss man natürlich irgendwas machen. Wasser drin, ne? Jo. Er hat da echt noch Wasser drin. Obwohl hatte ich letztes Jahr auch. Aber dieses Jahr, ich meine, es ist ja noch nicht so, dass so kalt, dass so ein IBC einfriert, aber ich will den eigentlich leer laufen lassen, um den dann Anfang nächsten Jahres zu reinigen. Und dann wieder neu zu befüllen. Oh, da geht jemand am Straßenrand mit Hund. Oh, mal ein bisschen aufpassen. Oh, irgendwie ein schwarzer Rotti oder Rotti mit drin.
Könnte aber noch ein bisschen mehr kommen, ne? Wenn man sich den Himmel so ansieht, der sieht so ein bisschen. Ach, hier ist wieder diese neue Autobude hier. Und Schlachtfest, 28. November. Ah, da gibt es dann hier in einigen Lokalen, das ist so ein bisschen hier so ortsüblich, die Schlachteplatte. Dazu muss man aber dann auch Wurst- und Fleischliebhaber sein, ne? Da sind dann so alle möglichen Würste drauf, Streichmett, Stracke, ist so eine Wurst hier aus der Gegend, Stracke und all so Gedöns. Also da muss man, wie gesagt, schon so ein Fleischliebhaber sein. Für Vegetarier ist das nichts. Ja, da hat meine Frau mich auch heute dran erinnert. Was heißt dran erinnert? Ich habe es ja nicht vergessen. Wir haben ja noch ein paar Hasen zu schlachten. Einer, der ist schon älter, den nehmen wir als Hundefutter. Und ja, bei den anderen müssen wir mal schauen. Wird sie wohl erstmal einfrieren. Jetzt mit 850 Umdrehungen. Ey. Also das finde ich schon manchmal ein bisschen würgig. Aber der ist so von der Software her so ausgelegt. Ach, da hatte jemand im Kommentar geschrieben, da im. War das im gestrigen Video oder von vorgestern? Weiß ich gar nicht. Also entweder in dem Video gestern vom Donnerstag oder vom Mittwoch. Da sind wir ja gefahren, noch unten A5, also was weiß ich, irgendwo hinter Karlsruhe. Auf jeden Fall, da war ja auf dem Randstreifen ein Pannen-LKW und auch wohl der Reifendienst. Aber die hatten ja nichts abgesperrt. Die hatten ja kein Warndreieck draußen stehen. Die haben keine Kegel, keine Lampe, nichts. Du hast nur plötzlich gesehen, Mensch, da sind zwei Fahrzeuge. Der Streifen ist da auch nicht sehr breit. Das hat man wohl erkannt. Und ja, und der eine stand ja quasi auf der rechten Fahrspur der Autobahn. Dort ist er dreispurig und hat immer gewunken, von wegen, alle sollen rüberfahren. Also eigentlich ein unmögliches Ding, was sie da abgezogen haben. Erst recht, es sah mir auch so aus, als wenn das beschädigte Rad auf der Fahrerseite ist, also auf der linken Seite. Also ich fand, das war absolut nicht in Ordnung, was sie da abgezogen haben, weil das muss besser abgesichert werden. Nein, und dann bin ich ja, ist der Kollege vor mir richtig rüber und ich bin nur so zum Teil rüber, weil da ein PKW ja quasi neben mir war. Und dann war der Abstand zwischen dem PKW und mir vielleicht noch so viel. Und da meinte jemand, dass das wohl ziemlich knapp war. Ich habe es jetzt nicht so empfunden. Ja, ich fand das alles noch okay. Aber letztendlich habe ich darauf geantwortet, lieber ins Blech als in den Mann. Ne? Weißt du, lieber darüber ziehen und ich sag mal, ein Touchieren riskieren, weil lieber den PKW da touchieren, als den Mann touchieren, der da auf der Fahrbahn, auch wenn man, ja, es ist natürlich blöde, weil
wenn ich jetzt auf der rechten Fahrbahn fahre und den erfasse, weil der halt plötzlich auf die Fahrbahn tritt oder auf der Fahrbahn ist, gut, ich will da gar nicht von Schuldfragen reden. Man muss aufpassen und man muss immer zusehen, dass man so einen Personenschaden auf jeden Fall vermeidet. Nee, und dann bin ich eben darüber und wie gesagt, ich sehe das wirklich so. Mein Gott, so ein Blechschaden, ne? Okay, der kann schon mal ein paar tausend Euro kosten, aber überleg mal, du würdest den nur mitreißen, den Mann. Na, das reicht ja schon, damit der schwer verletzt ist oder sonst was. Das Problem war, dass der neben mir, entweder weil ich die Sicht ihm verdeckt habe oder weil er getrieft hat, das kann ich jetzt nicht sagen, das will ich auch nicht komplett ihm unterstellen. Auf jeden Fall hat er nicht geblickt, was vorne los ist, warum ich jetzt darüber gehe. Vielleicht, als wir dann vorbeigefahren sind, ich weiß es nicht. Hier der Kiosk. Hat er schon offen? Nee. Nee, hat noch nicht offen. Oder ich frage mich, wann der geöffnet haben will. Ja, der Kiosk, der neue. So, einmal durchlüften. Im Moment geht mir auch so ein bisschen im Kopf rum. Es sind ja eine Menge Abonnenten dazugekommen in den letzten Wochen, Monaten. Und da habe ich so überlegt, ob das nicht interessant wäre, zumindest für die ganzen Neuen, für die, die schon lange mitfahren. Ja gut, es kommt drauf an. Wenn ich noch mal so einiges aus der Vergangenheit erzählen würde, aus eben meiner Vergangenheit, als Beispiel, wie ich quasi mit dem LKW-Virus infiziert worden bin, oder wie es dazu gekommen ist. Ich bin ja nicht mein Leben lang schon Vollzeit-LKW-Fahrer, sondern jetzt seit 9 Jahren, genau. Seit 9 Jahren bin ich Vollzeitfahrer. Ich bin in der Vergangenheit auch schon mal Vollzeit gefahren, aber immer nur ein paar Wochen oder so. Ja, oder auch zum Beispiel eben Dinge, Bundeswehr oder meine schulische und berufliche Ausbildung, eben Uhrmacher und so weiter. Also eben diese Dinge, die ich schon mal erzählt habe, aber zu einem großen Teil, ohne das im Titel irgendwie zu erwähnen. Gut, es gibt ein Video, das nennt sich vom Uhrmacher zum LKW-Fahrer. Das ist mal also so betitelt, dass man ja lesen kann, wovon es handelt. Aber bei vielen Videos kann man aus dem Titel überhaupt nicht herauslesen, über was ich spreche oder was ich da so erzähle. Und ich denke mir, dass es auch für die, die schon länger dabei sind, nicht unbedingt langweilig ist, weil ich sag mal, manchmal fällt mir vielleicht noch mal etwas ein, was ich beim vorherigen Erzählen vergessen habe oder halt, sagen wir mal so, es ist ja nie genau gleich, quasi von der Erzählung her. Tch.
Tja, er gerade Rucksack von, ja, was ist das? Puma, ne? Ne, Puma oder ne, Nike? Dieser Schwung irgendwie. Naja, auf jeden Fall irgendeine Marke. Haben meine Frau und ich so gestern gesagt, wir sind ja beide überhaupt nicht so gestrickt. Also wir haben es ja nicht mit Mode und auch nicht irgendwie so mit schicken Klamotten. Normal halt. Ne? Die Tochter dagegen, naja, die legt da viel Wert drauf. Die, gut, sie versucht so Dinge natürlich günstig zu erwerben. Ne? Nicht alles immer neu zu kaufen. Aber wie gesagt, die hat da so ihr Ding mit der Optik und naja, Enkel Theo ist auch immer schick angezogen. Ich meine, da guckt sie auch, dass sie Dinge zweiter Hand kriegt und so, weil das sonst ja von den Kosten her ausarten würde. Und es müssen auch nicht unbedingt Markensachen jetzt sein, aber er ist immer na, schicko pico. Boah, guck mal hier, die ganzen Vögel da. Die Saatkrähen wahrscheinlich. Und ja, ich bin ja kein Fan davon. Ne? Ich finde, man sollte zusehen, dass man seine Kinder also da echt selbstbewusst und stark macht, dass sie da voll drüber stehen. Sich da in diese Schiene reinzubegeben, irgendwie, du bist nur mit Markenklamotten etwas wert, das ist ganz üble Schiene. Da sollte man doch schauen, dass man da nichts mit zu tun hat. Ah, irgendwie gefällt mir die Luft hier drin noch nicht. Eigentlich reicht immer 10 Sekunden. Aber jetzt gerade vielleicht auch mal nicht. So, jetzt mal kompletten Luftaustausch hier. So, Standheizung für Montag programmiert. Ja, eigentlich nur alles zusammenpacken, ausblasen, Fahrerkarte raus, Papiere hoch und ab nach Hause. Mich zieht's nach Hause. Ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt fahre ich 58, 57, 50. Naja. 42, naja, egal. Es hat ein Vorteil, diese Geschichte. Es gibt, also, naja, so nach dem Motto, man muss schauen und dann findet man an allem auch nochmal irgendwie was Positives. Ich kann jetzt immer mit der Einstellung 90 ballern, da kann ruhig auf der, also auf der Autobahn, wo, da kann da ruhig der Blitzer stehen. Wir wissen ja, dass selbst bei ich glaube 87, ja, ist man schon auf der, selbst bei 88, glaube ich, ist man auch auf der sicheren Seite. Aber mit der Geschwindigkeit, die das Ding jetzt im Moment fährt, sowieso. Ne? Ja, ich muss meine Fahrweise jetzt der Geschichte so ein bisschen anpassen. Ich fahre ja normal immer in den Orten 45 von der Einstellung her, aber jetzt hier die 50 sind nur 46 oder so. Deswegen, also, das muss ich jetzt immer berücksichtigen. 1,56 der Diesel, okay, da habe ich besser getankt.
am Dienstag. Ich glaube 1,52 war da. So, trotz der trüben Wetteraussichten, obwohl es soll ja wieder deutlich wärmer werden, wünsche ich euch wie immer ein schönes Wochenende. Und sage auch wie immer, bleibt mir alle gesund und macht schön gut.